Das Phantom kommt heute ganz irdisch mit der Straßenbahn. Bernd Posselt auf dem Weg zum Europaparlament in Straßburg. Eigentlich dürfte er gar nicht hier sein, doch Posselt taucht immer wieder auf. Bonjour. 20 Jahre lang war er EU-Abgeordneter für die CSU. Bei der Wahl im letzten Jahr stürzte seine Partei ab. Posselt war draußen. Theoretisch zumindest. Denn seitdem hat der Abgewählte keinen Sitzungstag verpasst. Posselt macht einfach weiter. Büro du Passage des anciens députés. Also Büro der früheren Abgeordneten. Extra für die früheren Abgeordneten ist das geschaffen worden. Es ist ein kleines Büro, aber es ist gut hier zu arbeiten. Hier meine Assistentin, die sitzt normalerweise hier. Stefanie, setz dich auf deinen Platz. Und ich sitze hier. Wir konzentrieren uns auf einen Schreibtisch. Vom Klischee des raffgierigen Politikers ist Bernd Posselt so weit entfernt wie zur Zeit von einem Mandat. Während der Sitzungswochen bezahlt der Münchner alles aus eigener Tasche. Assistentin, Hotel, Verpflegung. Wie finanzieren Sie das alles überhaupt? Na ja, gut, also wissen Sie, ich bin jetzt 20 Jahre im Parlament gewesen, habe vorher 20 Jahre lang als Journalist gearbeitet. Also ich habe ein 40-jähriges Arbeitsleben hinter mir. Geld verdienen muss ich nicht mehr. Ich bin nicht reich, aber ich habe keine großen Bedürfnisse. Ich könnte mich auch, wie gesagt, an den Strand setzen und mich langweilen. Und stattdessen engagiere ich mich halt lieber. Kein Problem bei 5.000 Euro Ruhegehalt. Doch Geld ist für Posselt genauso nebensächlich wie sein Wahlergebnis. Denn es geht um mehr, um die große Politik, um Europa. Bei seinen gewählten Kollegen ist der Unabwählbare daher immer noch ein geschätzter Ratgeber. Wie geht's dir? Ja, danke. Schön, dass du wieder da bist. Na, mit größter Freude. Ah ja, er geht uns sehr ab. Ja, ein wandelndes Archiv des Europäischen Parlaments. Einer, der die Grundprinzipien der europäischen Demokratie hochhält gegen die Opportunisten und die Taktiker. Eigentlich ist alles wie früher, bis auf eine Kleinigkeit. Wir befinden uns vor dem Plenum. Das ist sozusagen das Symbol für das Plenum. Das ist dieses Halbrund, wo die Abgeordneten sitzen. Da sitzt der Präsident. Allerdings, wer kein Abgeordneter ist, der kann nur bis hierher gehen. Also seit einem Jahr gehe ich auch nur ganz korrekt bis an diese Stelle. Schmerzt Sie das? Das schmerzt mich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein nostalgischer Typ. Ich mache immer aus der jeweiligen Zeit das Beste. Gremien, Besprechungen, Vorträge. Der CSUler mischt mit. Politikverdrossenheit? Euroskeptizismus? Nicht mit Posselt. Eine Schülergruppe aus Bayern ist zu Gast. Das wird wahnsinnig schwierig mit Griechenland. Gerade wenn einer mal ein bisschen mühsam ist, muss man sich um ihn besonders bemühen, dass er wieder voll bei der Stange ist. Und deshalb bemühen wir uns so intensiv um Griechenland. Ich kann nicht einfach sagen, oh Leute, diese Griechen, die haben versagt und fertig. So, Wiedersehen, grüßen Sie, Ismaning. Er muss schon wieder weiter, zur nächsten Sitzung. In einem Nebensaal geht es um die großen Linien der europäischen Afrikapolitik. Eines seiner zahlreichen Spezialgebiete. Ein Leben ohne Politik, für Bernd Posselt kaum vorstellbar. Die Politik gehört zur Demokratie für jeden. Aber Politik ist eigentlich nur ein Instrument, um etwas zu verwirklichen. Das, um was es geht, ist Europa zu unterstützen, Frieden zu unterstützen und Nationalismus zu bekämpfen. Um 19 Uhr der letzte Termin. Eine vertrauliche Runde der Konservativen. Posselt ist mittendrin, statt nur dabei. So, ich gehe jetzt in die Fraktionssitzung. Da muss ich Sie leider bitten, nicht mitzukommen, weil das ist eine interne Sitzung der Fraktion. Bei der nächsten Europawahl will Posselt wieder antreten. Vielleicht klappt es mit dem Comeback auch schon früher. Bernd Posselt ist erster Nachrücker.